Leute, Cramex hier, was geht denn, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück in Minecraft, Leute. Und was ist denn hier los? Wo sind wir? Lukas, bist du das da drüben? Hallo, Max? Ey, Bro, was geht denn hier ab, Alter? Hä, ich weiß auch nicht, hä? Du hast hier ein Haus, ich hab ein Haus. Da vorne ist noch was. Leute, wo sind wir denn hier? Warte mal, komm mal kurz mit. Wir gucken uns das da vorne mal an. Hä? Warte mal. Ich sehe da schon irgendwas. Das ist ein Käfig. Ja, ja, das... Da und, siehst du diesen riesen Arm da drin? Oh mein Gott, Leute, das sind Riesenmonster. Ein Riesen-Creeper, Riesen-Zombie und ein Riesen-Skelett. Lukas, das kann nichts Gutes bedeuten. Hey, was sollen wir mit denen machen? Hey, was machen die auch für kranke Geräusche? Hey, warte mal, wir gucken mal, was hier steht. Zelle öffnen, Zelle schließen. Okay, also wir werden auf jeden Fall nicht die Zelle öffnen, Lukas, ja? Niemals. Alter, niemals. Warte mal. Guck mal, dieser noch, Creeper, drei Beine. Ist hier noch irgendwas? Ey, wie komisch ist das denn? Und was? Hier sind unsere Häuser. Stopp, ihr zwei. Passt gut auf. Hey, Lukas, hast du das gehört? Was geht denn jetzt? Was war das? Ihr habt 20 Minuten Zeit, um euch vorzubereiten und dann werden meine Monster euch angreifen. Ey, Bro, was ist das denn? 20 Bro, Minuten Zeit und die Monster werden uns angreifen. Irgendjemand lässt sie aus dem Käfig raus. Hey, warte, müsste jeder sein Haus oder was? Ich glaube, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit und jeder muss sein Haus verteidigen. Aber du kannst doch gar nicht so gut bauen, oder? Bro, was soll das denn heißen? Ich kann besser bauen als du, Junge. Jo, wahrscheinlich, oder? Okay, dann lass uns ein Battle machen. Wer besser gegen die Zombies überlebt, der gewinnt. Hey, du wirst alleine sterben, Mann. Ja, das ist okay, dir klar. Alles klar, werden wir sehen. 20 Minuten, let's go, Lukas. Leute, lass ein Like und ein Abo da. Wir müssen uns gegen diese Riesenmonster verteidigen. Let's go. Oh, Leute, wir müssen hier bauen. Was haben wir alles? Okay, wir haben hier so ein paar Sachen, Baumaterialien bekommen, Leute. Oh, Rüstung, auch sehr wichtig. Die sollten wir auch mal direkt anlegen. Was ist das denn noch? Hulkhammer haben wir hier am Start, Leute. So, zack. Ist das irgendwie eine krasse Waffe? Okay, macht auf jeden Fall dicken Schaden, Leute. Ein Hulkhammer. Baumaterialien, um uns hier zu verstecken. Oh mein Gott, was ist das denn hier alles? Spikes, Traps, Geschütz. Oh, wir können uns eine richtig krasse OP-Base bauen, Leute. Okay, das werden wir jetzt mal machen. Käfigfallen, verstärkte Türen. Alter, Leute, das ist ja wirklich krass. Das ist ja wirklich krass, was wir hier alles am Start haben. Aber wir müssen uns natürlich auch krass gegen die ganzen Monster verteidigen, Leute. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach direkt mal anfangen, mir was richtig Krasses zu bauen. Ey, Junge, wer schießt hier auf mich? Wer schießt hier auf mich? Irgendwas hat mich hier gerade getroffen. War das vielleicht dieses Skelett, was da drin ist? Okay, Freunde, wir fangen jetzt einfach mal an zu bauen. Alter, was geht denn da hinten ab? Ey, die machen da richtig Rambazamba, die Monster. Die drehen da komplett durch, Leute. So, okay. Machen wir einmal hier, zack, zack, zack. Wir machen uns jetzt hier mal so eine Mauer hier erstmal außenrum. Leute, die Zeit läuft. Wir haben nur 20 Minuten Zeit, hat er gesagt. So, schnell hier Mauer außenrum zirkeln, Leute. Mach die einfach mal drei Blöcke hoch. Ich denke mal, das sollte reichen, dass die nicht drüber kommen. Über diese drei Blöcke Mauer natürlich hier auch aus schön verstärktem Obsidian. Die Mauer ist ja meiner Meinung nach erstmal das Wichtigste. So, weil mit der Mauer können wir dann ja arbeiten, dass wir da dann die ganzen Geschütze und so hinstellen. Oh mein Gott, wir müssen uns richtig beeilen, Leute, dass sie hier nicht reinkommen. Zack, 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 zack. Ich hoffe, das reicht überhaupt. Hier, um einmal um die ganze Base rumzukommen. So, ich denke mal, die meisten werden von vorne angreifen. Hier hinten ist ja weniger wichtig, würde ich jetzt mal behaupten. Ich werde auf jeden Fall auch meine Tür, die Tür, um in meine Base reinzukommen, da haben wir ja diese verstärkten Türen, aber die werde ich ja auch an der Hinterseite machen, weil die Monster greifen ja von vorne an, glaube ich mal, weil der Käfig auch da vorne ist, dass die erstmal gar nicht an meiner verstärkten Tür sind, Leute. Checkt ihr das? Ach, Lukas, du wirst schon sehen, wer hier die Nacht länger überlebt gegen die ganzen Zombies, Leute. Wir müssen hier die Zombie-Apokalypse überleben, Leute. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Bam, bam, bam. Okay, oh mein Gott, Leute, reicht das überhaupt? Reicht das überhaupt, das ganze Obsidian? Ich hoffe, aber ich denke schon. Ich denke schon, wir haben noch zwei Stacks. So schnell hier reinzirkeln. Okay, ich glaube, wir haben das auf jeden Fall schon mal ganz gut aufgeteilt. Lukas macht hier eine ähnliche Taktik. Der klaut ja hier alles. Der kopiert das von mir, Leute. Okay, dann können wir da erstmal ja so eine verstärkte Tür einbauen hier. Vielleicht mache ich auch so verschiedene Walls, Leute. Aber warte mal, wie komme ich denn dann da wieder rein? Bestimmt irgendwie mit Redstone oder sowas. Ein Hebel. Mit einem Hebel bestimmt, Leute. Ich denke mal, die Monster sind jetzt nicht so schlau, dass sie einen Hebel betätigen können. Okay, so schon mal nicht. Wie macht man diese verstärkte Tür? Okay, Leute, ich habe das Problem jetzt gelöst. Ich habe hier so eine andere Tür genommen. Zack, mit Code ist die jetzt gesichert. Richtig gut, Leute. Und die geht dann auch von alleine wieder zu. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal einen Wall gebaut. Oh, wir müssen uns aber auf jeden Fall richtig ranhalten. Oh mein Gott, schnell, schnell, schnell. Das Obsidian, Mann, das kostet hier alles Zeit. Zack, zack, zack. Einfach viermal die Eins. Da muss man nicht groß nachdenken. Wir müssen jetzt hier aber weiterbauen. Wir haben ja hier noch unsere ganzen Lasergeschütze. Und das richtig krasse Zeug haben wir ja noch gar nicht verwendet. Guck mal, hier Spikes, Leute. Wir können hier so Spikes um unser Ding rummachen. Das ist ja richtig krass, Freunde. Alter! Oh mein Gott, aber wir werden, glaube ich, das reicht nicht. Wir machen die mal in so einem Zweierabstand. So, alle zwei Blöcke machen wir hier mal so Spikes noch außenrum. So, da sollen die Monster hier mal dagegen laufen. Sollen die mal zeigen, wie die hier gegen meine Spikes klarkommen. Die werden hier an meine Wand dranrennen, Leute. Wie Wasser, was an eine Felswand dranläuft. So ein Ding wird das. Ha!
Lukas wurde ja jetzt schon vom Mutanten erschossen, der Bummi. So, ey, aua. Ich habe auch Schaden bekommen. Oh mein Gott, ey, ich werde hier die ganze Zeit angeschossen. Dieses Mutantenskelett, wo schießt das auf einmal her? Okay, Leute, sehr nice. Nice, einfach hier sogar an manchen Stellen kann man das hier durchgehend platzieren. So, okay, alle, oh mein Gott. Alle Spikes haben wir aufgebraucht. So, sehr gut. Dann gehen wir weiter gucken. Okay, was haben wir hier noch so Schönes, Freunde? Oh, wir müssen auf jeden Fall auch irgendwas bauen, dass wir hier auf unseren Turm, also hier oben so quasi drauf laufen können. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut, Leute. Ich werde hier sowas machen, damit wir hier oben so drauf laufen können. Zumindest hier auf der einen Seite. Ich glaube, das reicht auch aus. Man muss ja nicht ringsrum oben laufen können. Dann können wir nämlich hier mal gucken, ob die hier unsere Mauer zerstören. Sehr gut, Freunde. Das läuft schon mal. Wir haben sogar noch einen Spike, den wir auch verbauen können. Was haben wir denn hier noch alles Schönes? Diese Igniter-Traps. Oh, Fallen. Natürlich auch sehr krass. Oh, Geschütze, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall Geschütze, die auf die Monster draufschießen. Oh, Lukas baut hier auch einen Graben außenrum, auch sehr schlau. Ich werde auch einen Graben noch um die Spikes dann drumherum bauen. Dann machen wir hier Geschütz oben drauf. Okay, sobald hier mal... Oh mein Gott, guckt euch... Oh, ah, sorry. Mein Geschütz schießt Lukas an. Oh mein Gott. Pass besser auf. Komm besser nicht auf meine Seite, Junge. Ich weiß nicht, wo ich die überall hin platzieren soll. Weil ich denke, die werden halt schon überwiegend von vorne kommen, die Monster. Aber kann natürlich auch sein, dass die an jeder Seite sind. Deswegen setze ich einfach mal an jede Ecke hier noch so einen Geschützturm hin. Au, ey. Und Lukas schreibt, Junge Max. Warte, ich baue ab. Alter, der arme Lukas wird hier von meinen ganzen Geschützen hier weggeballert. So, wir bauen hier erstmal sowas davor, damit der arme Junge hier nicht die ganze Zeit abgeschossen wird. So, okay, haben wir jetzt schon mal zugebaut. Also Geschütze haben wir auf jeden Fall am Start. Dann auf jeden Fall sollten wir noch so einen kleinen Graben bauen. Das war eine ganz gute Idee von dem lieben Lukas. Oh mein Gott, ich sterbe auch gleich. Ich sterbe hier auch gleich. Und was werden wir denn jetzt hier schon angeschossen? Das muss aber schon eigentlich ein fetter Graben sein, dass die da reinfallen, weil das sind ja so größere Monster. Ich glaube, die brauchen schon mindestens zwei Blöcke, damit die auch wirklich da reinfallen. Alter. Alter. Wow, welches Skelett schießt denn hier die ganze Zeit auf mich? Okay, Leute, weiter geht's. Das kostet auf jeden Fall echt ein bisschen Zeit, hier den Graben zu machen. Und auf jeden Fall erstmal gucken, damit das hier auch gut tief ist, damit die da schön dagegen laufen. Okay, Lukas hat da auch in die Ecken die Geschütze reingesetzt. Aber ist ja auch okay, sich ein bisschen zu inspirieren, ne? Ist ja okay. Ich habe mich hier bei dem Graben auch an bei Lukas jetzt hier inspiriert. Boah, Leute, und dann setzen wir hier gleich Minen in den Graben rein. Dann fallen die hier rein. Mein Geschütz schießt von oben drauf. Und dann auch noch Explosionen durch die Minen. Boah, das wird die komplett hops nehmen, ich sage euch, wie es ist. Das wird die komplett hops nehmen. So, ich habe jetzt mal nur hier vorne den Graben gebaut erstmal. Weil wir müssen ja auch auf die Zeit achten, Leute. Ich sag mal, wenn man natürlich unendlich Zeit hat, Springminen, Claymore-Mine. Alter, was hier alles gibt, Leute. Munitionssysteme, Claymores. Ich nehme jetzt hier mal alles mit. Kameras können wir auch draußen hinsetzen. Auch cool, Leute. Taser, Trophy-System, Protector. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung, was das alles ist, aber es ist krank. Es ist krank. Und hier nochmal Traps. Ey, Leute. Oh mein Gott. Warte mal, habe ich jetzt die Laser mitgenommen? Ich habe die Laser gar nicht mitgenommen. Laser, wichtig, Leute. Richtig und wichtig. So, jetzt werde ich nämlich hier richtig viele, wo sind sie? Claymores, Minen. Hier, die Minen. So, jetzt setzen wir nämlich direkt mal hier so ein paar Minen rein, Leute. Also wenn die hier reinfallen, Digga, die werden unnormal kassieren. So, wir machen einfach mal alle paar Blöcke hier so ein paar Minen. Oh, das wird ja komplett Ende. Die werden ja gar... Oh, da liegt auch noch... So, da lag auch noch Zeug von mir. Die werden ja gar nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Aber wir haben auch gar nicht mehr so arg viel Zeit, Leute. Eigentlich nur noch 5 Minuten. Der Graben frisst viel Zeit, aber ich glaube, der Graben wird, der wird wichtig. Ich glaube, der wird sehr wichtig. Weil dann werden die Geschütze einfach auf die von oben drauf ballern, wenn die da so getrappt sind. Die können sich ja nicht irgendwie rausbauen oder so, glaube ich. Lukas hat nämlich den Graben nur ein Block dick gemacht. Ich glaube, die Monster sind zu groß, um da reinzufallen. Also ich glaube, da sind wir schlauer, Leute, sage ich euch ehrlich. Oh mein Gott, wir haben ja schon Minen reingesetzt. Wir müssen aufpassen. Wir sind gerade fast in meine eigene Mine reingelaufen. Schnell, 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 Leute. Okay, wir sind raus. Minen. Nee, wo sind die Minen? Hier sind die Minen. Okay, wo haben wir schon überall welche gesetzt? Zack, 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 zack. Alle paar Blöcke hier, Leute. Bam, bam, bam. Das wird richtig Action, Leute. Das wird crazy. Okay, sehr nice. Wir müssen eigentlich noch viel, viel mehr in die Richtung machen. Dann werden wir hier noch mehr Minen außen rum setzen. Hier ganz außen noch direkt ein paar. Bro, das wird so overpowered. Ich bin gespannt, wer von uns wirklich hier weiter überlebt. Lukas oder ich. Das einzige Problem ist halt, die Minen sind irgendwann aufgebraucht. Ne? Das muss man halt irgendwann sagen. Irgendwann sind die halt bestimmt alle mal ausgelöst. So, guck mal hier, Leute. Passt doch perfekt. Passt doch hier perfekt. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr Sachen am Start. Ich brauche aber hier, was sind denn hier diese Igniter, Leute? Was ist denn das hier? Das weiß ich halt jetzt natürlich nicht. Was sind hier diese Igniter? Ist das wie so eine... Wie funktionieren die Dinger? Ich glaube, die zünden alles nach außen an. Kann das sein? Ich glaube, die sind sehr krass, Freunde. Dann nur die Frage, wie setze ich das jetzt am besten dahin? Wie setze ich das jetzt am besten hin? Beziehungsweise, wie betätigt man die Teile? Mit dem Hebel? Das muss ich mal ganz kurz rausfinden.
Ah, oh mein Gott, okay. Okay, die brauchen wir auf jeden Fall ringsrum, die Teile. Die fackeln einfach mal alles an. Wir müssen aber eigentlich ein bisschen sparsam damit umgehen. Sollten nicht zu viele. Kann man in seine eigenen Minen reinlaufen? Ich weiß es nicht. Ah, okay, gut. Man kann in seine eigenen Minen nicht reinlaufen. So, dann machen wir hier nämlich so Feuerteile hier oben noch hin. In alle Richtungen. Und dann zünde ich das einfach durchgehend durch. Das wird halt einfach durchgehend alles abfackeln, wenn die hier in die Nähe kommen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr OP werden. Zack, zack, zack. So, was macht ihr jetzt, Monster? Oh, wir haben noch richtig viele. Wir könnten sogar noch ein paar mehr verbauen, Leute. Guck mal, hier die Seite machen wir durchgehend. Pff, Bro, Ende, Ende. Okay, Lukas macht hier auch noch ein paar Minen außen verteilen. Wir müssen das natürlich auch noch ans Redstone-Netz anschließen. Das dürfen wir nicht vergessen gleich. So, okay, sehr gut. Das haben wir einmal ringsrum gemacht. Oh, 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 oh mein Gott, die Stacheln, die hitten ganz mies anders, Leute. Und jetzt halt natürlich noch das Redstone, um das immer zu zünden. So, hier Redstone, Leute, eine Redstone-Spur außenrum machen. Wir testen das mal. Der arme Lukas wird hier schon wieder von meinem Geschütz angefetzt. So, Test. Nein, nein, das muss höher gesetzt werden. Wie dumm ist das denn? Wie dumm ist das denn hier jetzt, Leute? Ey! Bro! Lukas, was machst du denn hier? Ey, der zündet meine ganzen Minen, Junge. Perfekt, Digga. Bro, ich wollte eine Kamera bei dir platzieren, um dich auszuspionieren. Ja, perfekt, Digga. Halbe Base am Arsch. Okay, Leute, wir haben jetzt hier mal die Riesenexplosion gerade einmal repariert. Und ich habe hier auch schon ein bisschen weiter gebaut. Ich habe jetzt hier nämlich so Ventilatoren angebracht. Leute, wenn hier Monster in die Nähe kommen, ihr seht's, da wird man einfach direkt so richtig schön zurückgepusht, Leute. Und dann habe ich hier nochmal so eine kleine Cobblestone-Leiste außenrum gemacht. Wir haben ja leider kein Obsidian mehr, deswegen habe ich das aus Cobblestone gemacht. Meine Geschütze sind auf jeden Fall auch ready, einsatzbereit, kann man sagen. Ich hatte hier zuerst noch so eine Extra-Reihe gemacht, aber nicht, dass ich hier die Geschütze verdeckt. Deswegen baue ich das hier nochmal ab, Leute. Jetzt will ich auf jeden Fall gleich hier noch einen Laserzaun hinmachen, weil wir haben ja noch Laser, Leute. Also ganz, ganz wichtig. Und ich habe die Minen umgesetzt, dass sie nicht mehr außen sind, sondern nur noch hier in dem Graben drin. Warum, werde ich euch nämlich gleich erklären, Leute. Weil ich habe mir nämlich ein bisschen einen kleinen Plan gemacht, während wir hier gerade alles repariert haben, Leute. Ich habe nämlich einen richtigen OP-Taktik, einen richtigen OP-Plan habe ich gemacht, Leute. Weil wir müssen natürlich hier gegen A Wife gewinnen. Das darf nicht sein, dass A Wife hier gewinnt gegen uns. Oh nein, jetzt habe ich das abgebaut, ich Bummi. So, attackiert nur Monster in der Nähe. Sehr gut, Freunde. Ich hoffe, das bringt überhaupt da oben was. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber okay, Leute, jetzt machen wir mal mit den Laserblöcken weiter. Und da habe ich mir nämlich was Besonderes überlegt. Und zwar machen wir hier so eine Laserblöcke hin. Bam! Richtig schön hoch geht das hier. So. Und das müsst ihr jetzt, glaube ich, nämlich hier das Laser dann miteinander verbinden, wenn ich das jetzt hier hinsetze. Ja, oder auch nicht. Hä? Wer hat das hier weggebaut? Hallo, warum wurde das hier weggebaut gerade? Über was für eine Distanz gehen die denn, Leute? Auf jeden Fall so nicht. Da muss schon immer... Ah, da muss immer so ein Verbindungsteil nochmal dazwischen sein. Okay, müssen wir aufpassen. Dann können wir es wohl doch nicht so super hoch machen, wie ich dachte. Ja, warte, da macht das eigentlich keinen Sinn hier. Da muss ich das doch nochmal ein bisschen anders bauen. Ja, das ist hier nicht so einfach mit den Mods, sage ich euch ehrlich. Man muss das immer erstmal verstehen hier. Ich weiß nicht, über was für eine Distanz die gehen. 1, 2, 3, 4, 5... Okay, über 4 Blöcke. Die gehen über 4 Blöcke. Dann muss man so ein Verbindungsteil wieder setzen. Das ist schon mal gut zu wissen, Leute. Bam! Aber Leute, guckt euch das mal an. Wir machen hier so einen richtig schönen Laserzaun. Voll nice. Ich mache das jetzt erstmal nicht so hoch. 1, 2, 3, 4. Dann hier müssen wir wieder eins setzen. Boah, Leute, das wird ja richtig wild hier. Haha. Ey, Lukas macht einfach gerade das Gleiche. Junge, er soll mal aufhören, alles hier von mir nachzumachen. So, dann jetzt hier nochmal. 1, 2, 3, 4, zack. Wir müssen nur gucken, dass wir... Alter, Laser sieht ja überkrass aus. Das ist ja voll der Flex hier, Leute. Wir müssen nur gucken, dass das überhaupt reicht, dass wir das schön überall machen können. Weil wir haben nur noch die Hälfte. Ja, Laser ist schon babamäßig hier, Leute. Laser ist schon sehr, sehr wild. So, ziehen wir das hier noch überall hoch. Ich mache erstmal nur zwei hier hoch. So, boah. Guck mal, wenn die hier dagegen laufen, werden die erstmal so zurückgepusht, Leute. Das bringt richtig viel. Dann laufen die in den Laser rein. Von dem Laser fallen die in den Graben mit den Minen. Dann haben wir da noch Stacheln. Also das wird echt richtig krass hier, Leute. Unsere Monster-Zombie-Apokalypsen-Base wird sehr, sehr krass. Und die Flammenwerfer. Die Flammenwerfer müssen wir auch nochmal setzen. Ganz, ganz wichtig. Nein, ich komme nicht ganz hin. Wir haben nur noch einen, leider. Okay, hier hinten ist dann ein bisschen nicht so gut. Ist die Frage, wie wir das machen. Schade, ey. Ein paar mehr wären echt gut gewesen. Aber man muss ja mit dem arbeiten, was man hat, Freunde. Okay, dann wir brauchen Laser, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch schön Laser. Ich meine Feuer. So, jetzt die Frage, wie das funktioniert hier. Okay, das macht halt durchgehend Feuer. Auch nicht schlecht hier, ne? So ein Flammenwerfer wäre aber an sich ja noch krasser. Okay, da ist der Laser dazwischen. Können wir es auch wieder nicht hinsetzen. Ja, egal, Leute. Machen wir einfach hier so jeden zweiten noch ein bisschen Feuer. Das soll die erstmal ein bisschen abhalten. Fangen die schon mal an zu brennen. Bin ich jetzt gerade nicht so ganz überzeugt davon, aber das Problem ist... Ich habe es mir besser vorgestellt. Aber egal, Leute.
Okay, nice. Jetzt könnten wir hier natürlich was Redstone-mäßiges setzen. Oh, Fallen müssen wir auf jeden Fall auch noch hinlegen. Können halt hier einfach Fackeln. Komm, wir machen hier einfach Fackeln dahinter. Wir haben hier jetzt nicht die Zeit, um hier was Aufwendiges noch zu bauen. Oh, Leute, mir gehen hier langsam die Redstone-Fackeln aus. Wir können das auch mit einem Hebel machen. Das geht ja auch. Wir können auch einfach den Hebel umlegen. Aua. Ah, okay, das funktioniert auf jeden Fall, die Feuerfallen. Boah, Alter. Meine ganze Base hier außenrum brennt. Das ist voll OP, Leute, was wir hier machen. Leute, das ist krank. Das ist krank. Die werden einfach instant brennen. Boah. Alter. Alter, Alter, Alter. Okay, sehr wild. Spikes haben wir noch. Was haben wir hier noch? Was ist ein Trophy-System? Ich weiß gar nicht, was das ist, Leute. Außerdem habe ich hier noch Kameras hinplatziert. Die kann ich euch auch mal zeigen, wie das funktioniert. Dann nimmt man hier das Tablet, wählt hier die Kamera aus und dann sehe ich nämlich immer, was hier abgeht. Das ist auch richtig, richtig nice, Leute. Was ist denn hier ein Trophy-System? Was ist denn das? Ich weiß irgendwie leider nicht so ganz, was das ist hier. Manche Sachen verstehe ich nicht. Ich würde vielleicht einfach mal so Fallen da hinlegen. Dann ist da nämlich entweder Feuer oder eine Falle dazwischen. Bam, 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 bam. Boah, Leute, das wird hier uneinnehmbar. Das wird die uneinnehmbare Festung werden, ich sag's euch. Die werden erstmal abgefackelt, dann schießt das Geschütz drauf, dann müssen die einen Laserzaun überwinden, werden dabei immer wieder nach hinten gedingst, werden dabei auch immer wieder nach hinten von den Ventilatoren geschoben. Boah, Leute, das wird OP. Uns dürfte diese Falle ja nichts machen, oder? Ey, Leute, ich komme hier in mein eigenes Ding nicht mehr rein. Wir müssen das Ding hier abbauen. Aber es geht nicht. Man kann das nicht wegbauen. Okay, Freunde. Wir kommen hier in unsere eigene Base nicht mehr rein. Das ist gar nicht gut. Oh, hier auf die Fallen und die Minen von der Wife müssen wir aufpassen. Ich würde irgendwie ganz gerne noch ein Geschütz aufstellen irgendwie. Was ist denn dieses Protecto? Hier noch irgendwas Heftiges? Ich weiß nicht. An sich so ein paar Fallen könnte man hier noch auslegen. So, zack, Leute. Wir müssen halt einfach möglichst viel Zeit schinden. Und die Gesetze, alles klar, die Geschütze können ja dann den Rest erledigen. Ich glaube, von hier vorne werden die meisten angreifen. Deswegen habe ich vorne jetzt auch ein bisschen mehr gemacht. Wir haben aber viel. Wir haben sehr viel hier. Okay, sehr stark, Leute. Sehr. Ich weiß nicht, was das andere Zeug ist. Man kann hier noch ultra viele Minen, Claymores und so weiter hinmachen. Glaube ich, braucht man aber gar nicht. Weil das eh nur für zusätzliche Explosionen sorgen wird. Weil wenn ich jetzt hier draußen Explosionen mache, werden ja die anderen Fallen auch wieder weggehauen. Ne? Da muss man ja wirklich ein bisschen aufpassen. Was ist dieses Protecto? Ich weiß nicht, was dieses Protecto bedeutet, Leute. Zeit wäre um. Okay. So. Jo, was geht? Hey, Lukas. Ach, hey, da bist du ja. Was tun für eine Schmalspur-Base dahin? Was für Schmalspur-Base? Ich werde auf jeden Fall länger überleben als du. Junge, du hast zwei. Deine Laserteile sind nur zwei hoch. Da kann ja jeder drüber springen. Ja, und ist egal. Dann springen die hoch und dann werden die von meinen Ventilatoren nach hinten gepusht. Oh nein. Und landen dann im Feuer. Ja? Ja, warte mal. Das ist hier mit Taktik alles gebaut, Lukas, ja? Bro, ich habe hier meine Geschütztürme und so. Was hast du denn? Du hast da oben eingeschützt. Hey, ich habe hier doch hier an den Ecken die Geschütztürme. Hier. Ach so, da. Hier überall. Ja, der dich vorhin hier weggeschossen hat. Oh! Nein! Geht los! Nein, Lukas! Das Ding ist offen! Das Ding ist offen! Nein, der Blitz ist genau reingeschlagen. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich wünsche dir viel Glück, ich wünsche dir viel Glück. Tschüss. Ich wünsche dir auch viel Glück. Oh mein Gott, okay, Leute, es geht los. Hier ist ein Blitz eingeschlagen. Oh, Alter, da vorne ist schon der erste gespawnt bei Lukas. Der löst hier schon die ersten Minen aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, mich greift auch einer an. Zwei greifen mich an. Feuer, Feuer. Oh mein Gott, feuert alles los. Geschütze feuert los. Oh, verteidigt die Burg, verteidigt die Burg. Okay, die hängen in den Fallen drin. Alter, die halten ja übel viel aus. Die halten ja übel viel aus, die Monster. Ey, bei mir sind direkt drei. Mich greifen direkt drei an. Feuert alles, was wir haben. Ey, die spawnen hier sogar kleine Zombies bei mir in der Base. Warte mal. Bro, die sind voll overpowered. Die steigen immer wieder auf. Hä? Die stehen immer wieder auf, Digga. Oh, Junge, der kommt. Die drehen voll nicht durch. Der kommt zu mir. Greif doch mal Lukas an. Hä, warum? Bro, die sind nur bei mir. Oh mein Gott, die Ventilatoren so wichtig. Die pushen die zurück. Let's go. Junge, meine Base ist zu strong. Oh mein Gott, Leute, das ist zu krank, die Monster, die angreifen. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwas Brauchbares haben. Was ist das denn hier? Damage Upgrader. Damage Upgrader hört sich eigentlich gut an. Wir setzen das mal neben unsere Geschütze. Vielleicht bringt das ja irgendwas, Leute. Ich weiß es nicht, ich hoffe. Oh, so, hä? Wie funktioniert das, Leute? Ich weiß nicht, Leute, wie das hier funktioniert. Kann man das hier irgendwo hinplatzieren oder so? Ich kenne mich hier nicht aus mit den Sachen. Max? Ja. Was war denn da los, Junge? Oh, Digga, das war zu krank gerade schon. Das war einfach zu krank. Weißt du, was dein Fehler war? Was war mein Fehler? Guck mal hier vorne hin. Bro, meine Zombies sind direkt gestorben. Wo sind deine Minen? Ja, Bro, meine Minen, die habe ich in dem Graben drin. Aber dann sprengt doch dein eigenes Haus weg. Nein, tut's nicht. Also, hoffe ich zumindest.
Okay. Es geht weiter. Nein, ich habe das Geschütz nicht aufgesammelt. Ah! Riesenskelette! Oh mein Gott, ey, die machen übelst Schaden, Ich gehe in Deckung. Oh mein Gott! Nein. Oh mein Gott, die drehen völlig durch. Wir können da nichts machen. Wir müssen in Deckung bleiben. Oh, yo, der trifft direkt. Ich bin fast gestorben, ey. Okay, ich mache auf, Nummer sicher. Ey, das ist zu heftig. Wir müssen unsere Geschütze das regeln lassen. Safe. Okay, ich gehe kurz nochmal in mein Haus. Ey, er kann hochspringen. Aua! Ich glaube, die sind stuck, Leute. Auch die Riesen. Alter, die sind zu krank, Lukas, wie läuft's bei dir? Oh, okay. Er ist nicht da. Oh mein Gott. Au! Ich bin in Deckung. Geschütze, ihr müsst das regeln. Aber bis jetzt ein gutes... Oh mein Gott! Nein, ich wollte gerade sagen, bis jetzt ist ein gutes Zeichen, dass niemand in meiner Base drin ist. Er ist in meiner Base drin. Okay, die Geschütze müssen das regeln. Ach du Heilige. Die haben meine Base übernommen. Die sind in meiner Base drin. Oh. Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott. Nice, er ist kaputt. Geschütze haben geregelt. Sehr gut. Habt ihr sehr gut gemacht, Geschütze. Ich werde jetzt hier noch einen weiteren Geschützturm hier vorne hin platzieren, Leute. Weil ich habe hier vorne nur zwei. So, jetzt haben wir nämlich an der Vorderseite 3 Geschütze, weil ich wusste nicht, aus welcher Richtung die später angreifen. Aber die greifen ja doch nur von vorne an. Ey, Leute, Lukas ist da drüben noch am Fighten gegen Riesenskelett. In der Zeit habe ich mir überlegt, falls das nochmal so passieren sollte, wie jetzt gerade, dass hier manche Monster wirklich hier so hochkommen zu mir, werde ich hier auch nochmal Minen hinlegen. Ich hoffe, das macht jetzt hier nicht meine ganze Mauer kaputt, sage ich euch ehrlich. Aber egal, für den Fall der Fälle, falls sie hier hochkommen, dann besser ist hier explodiert alles, als dass sie in meine Base kommen. Wer weiß, wie stark die noch werden hier. So, ein paar Minen hier hinmachen, ein paar Springminen. Ich weiß nicht, was Springminen sind. Vielleicht werden die dadurch wieder zurück, keine Ahnung, geworfen, weil die dann hochspringen. So, ein paar Springminen machen wir hin, sehr gut. Dann habe ich mir überlegt, falls die es wieder hier hochschaffen sollten, machen wir hier nochmal so ein paar Zacken hin. Ey, wer schießt mich denn hier schon wieder an? Aua! Mann. Ey, da ist ja immer noch ein Skelett. Ey, Lukas, kann deine Base mal die endlich kaputt machen? Ey, Lukas kriegt ja mit seiner Base gar nichts hin, Leute. Jetzt greifen die mich ja schon wieder an. Max, die Geschütze haben mich getötet! Nein, ey, bei mir ist hier was explodiert. Meine halbe Base ist kaputt. Let's go. Oh. Ey, Bro, Digga, deine Geschütze. Oh, warte, das ist mein eines Geschütz. Sorry, das ist nicht richtig eingestellt. Das greift dich immer noch an. Ich merk's. Sorry, jetzt greifst du noch Monster an. Ey, okay. Bro, deine Base kriegt ja gar nichts hin. Junge, let's go, weil ich einfach die Macher-Base hab, Junge. Die kriegt nichts hin. Die greifen immer nur mich an. So. Let's go. Zack, zack. Okay, ey, du hast auch noch Minen platziert, ne? Also hier oben auf meiner Mauer, ja. Okay. So, machen wir hier noch ein bisschen was, damit die hier nicht drüber kommen. Ey, warte mal. Bro, da sind die Nächsten, die angreifen. Das sind in meiner... Nein, die sind in meiner... No! Ich bin tot. Nein. Bro, Der zerfetzt meine Base. Der ist zu stark. Nein. Oh mein... Ey, meine ganze Base. Bro. Wo ist der? Hast du den angeguckt? Nein, nicht bewusst. Ey, bei mir ist alles kaputt, Mann. Ja. Alles gut, Base, wir schaffen das. Ja, jetzt greift mal Lukas an. Nein, ich bin tot, ich werde sterben. So, alles gut, Leute. So, wir reparieren unsere Base. Es ist nicht alles gut, weil durch die Explosion sind diese ganzen Ventilatoren jetzt ausgefallen. Oh, nein, Leute, das ist gar nicht gut. Okay, ich versuche hier ein bisschen zu reparieren, aber unsere Ventilatorenfalle ist somit ausgefallen. Das heißt, die kommen jetzt auch näher zu mir. Der größte Teil der Feuerfallen ist auch ausgefallen, Leute. Das heißt, jetzt wird nur noch die Laserschranke die größtenteils abhalten und die Geschütze. Die Geschütze sind zum Glück immer noch stabil am Start. Aber hier in meiner Base sieht es aus wie, Leute... Oh nein. Okay, jetzt ist Lukas dran. Jetzt muss Lukas sich erstmal beweisen gegen die zwei Endermans. Ja, der hat mich hier ausgelacht. Soll er erstmal zeigen, was seine Base kann da drüben. Ja, perfekt. Ich werde schon fertig. Oh nein. Nein, was habe ich hier für eine Verzauberung? Ich bin blind, ich sehe nichts. Ich bin auch blind. Nein. Hey, was machst du an meiner Base? Bro, ich bin außer, ich wurde irgendwo hin teleportiert. Ich weiß nicht, wo ich bin. Bro, die Monster sind krank. Ich muss in meine Base rein. Ich weiß nicht, was du da gebaut hast, aber ich höre nur Explosionen bei dir. Au, das war eine Mine von dir. Ich bin eine Mine von dir reingelaufen. Durchs Zahlenschloss rein. Ey, Digga, ich werde hops genommen. Haben wir es geschafft? Nein, bei mir ist immer noch einer. Ich werde absolut hops genommen von denen. Aber es ist nur noch einer, oder? Hier sind Spinnenschweine bei mir. Oder diese Monster sind zu krass. Oh, hier sind auch Spinnenschweine. Aber wir sind beide bis jetzt einmal gestorben, oder? Ja, von Zombies bin ich einmal gestorben. Ich einmal an den Endermans. Hast du einen Enderman angeguckt? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Aber die sind zu strong. Alter, genau hinter dir ist dieses Schwein-Ding oben. Ja, aber die machen, glaube ich, keinen Schaden. Also meine Geschütze schießen hier voll drauf, es juckt sie einfach nicht. Es juckt die Endermans einfach nicht. Ey, guck mal, wie die da stehen, das ist eben ganz egal, ne? Bruder, die sind heftig. Was, oh wenn ich mein jetzt Gott. Attack schon wieder? Ich weiß nicht. Au!
Ey, was passiert hier? Der Enderman ist gestorben. Der ist gestorben, ja toll. Und jetzt macht er nochmal richtig Schaden. Also Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe schon richtig krasse Schäden an meiner Base hier vorne. Junge, guck mal, meine steht noch komplett. Habe ich überhaupt... Oh mein Gott, Riesen-Creeper. Oh mein Gott. Nein. Okay, Riesen-Creeper. Oh mein Gott. Komm, los, Geschütze auspacken. Volle Kraft voraus. Oh. Ey Leute, das Problem ist, die Ventilatoren hier vorne sind ausgefallen. Das heißt, die kommen hier... Oh mein Gott, das heißt, die kommen hier nach vorne. Und hier sind Mini-Creeper. Nein, die kommen in meine Base rein. Leute. Die sind in meiner Base drin. Oh mein Gott, okay, das war's. Ende bei mir. Der Riesen-Creeper ist in meiner Base. Er ist in meiner Base. Die haben meine Base ist gefallen, Leute. Die Base ist gefallen, die Geschütze feuern noch. Ein Geschütz ist hier vorne nur noch. Er ist in meiner Base. Bro, bei mir auch. Meine Base ist gefallen. Meine Base ist offiziell gefallen, Digga. Oh mein Gott. Das war's. Bei Lukas drüben. Alter. Ey, Leute, diese Modded Monster sind zu geisteskrank. Wir gucken mal, was bei Lukas drüben abgeht. Aber ich glaube, bei ihm ist auch... Oh mein Gott, guckt euch das mal an, was die hier für einen Krater reingesprengt haben. Von meiner Base ist hier gar nichts mehr übrig. Ah, Lukas wird da hops genommen von dem. Oh mein Gott. Ja, da kommen noch mehr, Junge. Oha, ich kann doch jetzt schon nichts mehr machen. Okay, da kommen noch mehr kleine Creeper raus. Ich bin auf der Flucht, das war's. Lukas, ich gebe auf. Oh, du bist doch mal gestorben. Bro, ich habe diesen Creeper gar nicht gesehen. Also Bro, ich glaube, wir können sagen, wir haben beide verloren. Ich glaube, wir können sagen, es gibt keinen Gewinner, oder? Ich sag dir ehrlich, die sind zu stark. Die sind zu krank. Die haben uns fertig gemacht. Was ist das? Die haben unsere Base komplett überrannt. Ey, Lukas, das war's. Ich bin weg hier. Das ist mir zu krank. Ja, ich bin auch weg. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Das war's. Tschüss.